Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Ich bin euer Odo. Und wir haben in der letzten Folge es geschafft, das erste Irassien-Artefakt zu recovern. Das ist sehr gut und sehr wichtig gewesen, weil wenn wir alle Irassien-Artefacts aufdecken, was wir hoffen, dass wir schaffen irgendwann einmal in nächster Zeit, also wenn wir das geschafft haben, dann wissen wir mehr über die Irassianer. Wow, urviel. Auf jeden Fall, wenn wir das wissen und wenn wir das haben, dann können wir im Endeffekt wahrscheinlich was können wir dann eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie solche Artefakte behoben. Vielleicht gibt es uns unendliche Macht und Reichtum bis in alle Zeiten. Ja, wir sind aber Forscher und deswegen mögen wir sowas. Ich habe auch gerade vorhin gesehen, wir haben da diese Telder Crystals jetzt eingezeichnet. Ich muss uns mal anschauen, wo wir die finden. Ah, die sind hier bei der Science Station dabei. Sehr gut, die müssen wir nicht extra abbauen. Sehen wir die noch woanders auch, außer bei uns? Komisch. Die sehe ich jetzt nirgends anderswo auch noch. Da haben wir auch eine Science Station, wo welche drinnen sind. Da haben wir Mineralien. Wow. Wir bauen da sowohl Mineralien, als auch Telder-Kristalle, als auch Society Research ab. Ist ja schön. Alles auf einmal. Und da haben wir auch noch welche, auch bei der Science Station dabei. Na gut, soll sein. Und das ist überhaupt eine ziemliche Science-Welt. Aber gut, ja, wir wollen ja Forschung viel betreiben. Und unsere Forscher, finde ich, sind auch relativ flott. Also zumindest kommt mir das so vor. Wobei, wir sind noch immer hinten nach gegenüber diesen anderen, unseren Nachbarn hier. Na gut, wir machen die Pause weg. Und wir lassen unseren Forscher hier in Kauri weiter nach Irassianern suchen. Das Lustige ist ja, da haben wir schon, das ist so ein Horchposten, haben wir da schon gemacht und wir haben ja auch festgestellt schon, dass es überall auf dem, im Universum einen Haufen so Mineralien gibt und ich glaube, das könnte auch von den Irassianern sein. Construction complete. Was haben wir denn constructed? Auf der Surface irgendwas gemacht, oder? Ja, genau, wir haben hydroponische Farmen gebaut. Der Construction Ship ist auch beschäftigt noch. Construction complete. Kann man da irgendwas aufbauen, aufbessern? Ja. Können wir ein Physics Lab bauen? Klar machen wir das. Na, jetzt sind wir bald voll auf unserem Heimatplaneten. Das ist natürlich so eine Sache, aber dann siedeln sich wenigstens mehr Leute ab in die Kolonien. Das macht die Kolonien irgendwie sinnvoller. Dann brauchen sie in den Kolonien nicht extra wachsen. Special project complete. Yay! We have learned that the Irassians use the listening post on asteroid blah 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 to spy and plan attacks on neighboring civilizations. Whoa! Echt jetzt? During the expansionist phase of their empire. These attacks met with dramatic success. And the Irassians soon became the dominant power in this section of the galaxy. By the time they were decimated by the Javorian Pox, this listening post had long since been abandoned by the Irassian military. Na schau an. An interesting finding. Noch mehr engineering research gained. Okay.
So, machen wir mal kurze Pause. Wir müssen dieses Science Ship umlenken. Das soll jetzt bitte wieder da oben weiter forschen. Survey System. Und dann gehen wir da rüber. Das wollen wir nämlich auch surveyen. Und das schauen wir uns auch noch an, wenn wir nicht so sind. Und das auch. Und dann würde ich fast sagen, lassen wir das fast in die Richtung. Das will ich deswegen, weil das sind diese Mineral Deposits. Das gehört zu dem anderen. Zu diesem anderen, zum High Value Mining Targets. Ich weiß zwar nicht, ob uns das was bringt, wenn wir die dort hinten finden, aber. Zumindest haben wir sie dann mal gefunden und ist das definitiv nächste. Naja, da unten gibt es auch noch ein relativ nahes. Und dann die anderen sind irgendwie hier. Das heißt, wir müssen da irgendwie in diesen Spiralarm kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit unserer jetzigen Technologie einfach so rüberspringen können. Oder ob wir da wirklich rundum und dumm fliegen müssen. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Gut, dann machen wir weiter. So, wir haben jetzt in Rap-Tapa-Tap können wir das clearen endlich, weil wir haben genügend Energie mittlerweile wieder. Research complete. System survey complete. Und wir haben, oh, Media ist groß. Media ist auch gut. Also DIM wird wirklich immer besser. Alles rund um DIM ist extrem wertvoll. Und ja, dieses ganze Engineering-Zeug, was wir finden, hat vor allem unser Engineering verbessert. Achso, nein, warte mal, das ist ja gar nicht Engineering, das ist Physics. Okay, na gut, soll sein. Ah, da haben wir wieder was mit dem. Da könnten wir wieder den von unten raufholen. Observatory, was kann das? Planet Sensor Range plus 50% und es verbessert unsere Forschung. Das auf unserem Hauptplaneten wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht, wenn wir das forschen. Was können wir dann noch erforschen? Colony Development Speed plus 50% und Colony Ship Build Cost plus minus 25%. Das ist gut. Das machen wir, glaube ich, als nächstes, bevor wir das Observatory machen. Weil vielleicht wird das dann billiger, alles, was wir bauen. Energy Storage Capacity plus 500 ist vielleicht ein bisschen lächerlich, aber Fusion Reactor klingt gut. Nuclear Fusion Processes generate a great amount of power, but without many of the risks associated with fission power. Ah. Okay. Ah, das ist für Schiffe. Eine Energiequelle für Schiffe. Na, wir machen die Kolonieschiffe. Die werden billiger und unsere Kolonien werden schneller. Und danach machen wir wahrscheinlich irgendwas, das Observatory oder so irgendwas, wenn es geht. Ich hoffe, das ist dann nicht weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Technologie funktioniert hier. Ob, wenn Dinge nicht mehr erscheinen in der Liste, ob sie ganz weg sind. Also ob man sagt, ja, ich habe das außen vor gelassen, das interessiert mich nicht. Oder ob man einfach nur einige Forschungszweige immer auf einmal kriegt. So, du fliegst da. Ja, okay, du hast noch einen Haufen zum Erforschen. Wir haben leider nur noch plus 5. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir müssen dann in Rap-Tap-Tap-Tap noch einmal Energie anzapfen. Was ist bei euch? Gibt es da auch noch gute Energiefelder? Nein, da dann nicht. Gibt es noch plus 1er? Zumindest sollte bei euch das Essen nicht so schlimm sein. Machen wir da dann her und dann machen wir wieder die Energiefelder. So. Oh, yay, wir können unsere Energie verbessern.
durch die letzte Forschung. Stimmt, das war gut, das war gut. Das können wir auch verbessern. Das wird einiges an Energieproblemen lösen. Wow, Wahnsinn. Das ist wichtig. So, was ist das? Ah, du bist fertig mit denen hier. Aber du bleibst hier, weil da gibt es noch Gebiete, die nicht erforscht sind. Da kommt jetzt dann gleich unser Forschungsschiff und mit etwas Glück ist da auch noch irgendwas, was wir abbauen können. Aber ansonsten sind wir da wirklich am äußersten Zipfel des... Oh wow, der hat eine Feuerkraft von 1627,61. Wirklich jetzt? Au. Oh, vielleicht kann er diese Dinge da tot machen. Was haben wir für eine Feuerkraft? Hm, 373. Hm, vielleicht sollten wir doch in die Militär investieren. Au. Das ist ja monströs viel. Hey Freunde, wir sind so gute Freunde, nicht wahr? Wir lieben uns alle. Friede, Freude, Eierkuchen, Grenze hier, kein Mensch will Veti. Das braucht eh keiner. Da gibt's nichts. Siehst du? Schöne Grenze. Weder ihr wollt was von uns, noch wir wollen was von euch. Hey, da gibt's noch ein Gebiet, das wir ausbauen können. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehr Mineralien, mehr Forschung. Mhm. Okay. Wir haben offensichtlich nichts gefunden hier. Gut, Construction Ship. Es gibt hier nichts, also... Gehen wir weiter nach Eriga. Da können wir... Machen wir zuerst die Mining Stations und dann... Research Station. Also... Bauen wir aus, voll. Dann haben wir zwar wieder ein Energieproblem, aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil... Achso, apropos Energieproblem, wir könnten da beginnen, irgendwelche Sachen noch wegzuräumen. Als nächstes räumen wir natürlich das weg. System Survey, das hier. So, wir haben zu wenig Energie. System Survey complete. Wo haben wir jetzt System Surveyed? Wow, Energie. Wir alle lieben Energie. So, warte mal. Irgendjemand ist gestiegen. Ein Gouverneur. Yay. Trobok Lopetkin. Das ist okay. Der ist in unserer Hauptstadt. Das freut uns alle, wenn der steigt. 6 Energie bereits. Wahnwitz. Mhm. Okay, da können wir nicht so bald was ausbauen. Da können wir auch nichts wegbauen. Hm. Wir brauchen mehr Forschung, mehr Forschung. 17,28. Research complete. Eine Coil Gun. Ja, wir haben ja gesagt, wir sollten... Ah, warte mal, da können wir... Ja, das ist Forschung, der da schneller ist sogar. Das heißt, das zahlt sich fast aus, aber es kostet 1320, bist du wahnsinnig. Was gibt es denn da noch? Engineering Facility 1. Ah, das macht unsere Forschungsgebiete besser. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn wir das erforschen. Iron Thruster,
Dann werden unsere Schiffe schneller. Ship Hull ist gut. Und wir können Destroyer bauen dann. Eine größere Schiffsklasse. Engineering Facilities wären auch nicht schlecht und die sind viel schneller fertig. Nein, wir bauen das, weil ich möchte ihn dann nach oben geben. Da oben gibt es nämlich auch was für seine Rockets, für seine Whitecraft Dings. Das ist, ich finde, das ist eine nette Sache, die sie da gemacht haben, dass die Forscher alle irgendwelche Spezialgebiete haben und dass sie dann dort schneller sind. Weil durch das Whitecraft kriegt er da plus 10% noch bei der Forschung von dieser Ding. Dadurch wird die Forschung ein wenig einseitig und das macht das Ganze ein wenig asymmetrisch und das Ganze ein wenig interessanter, weil man dann verschiedene Dinge nicht so gut kann wie andere. Na gut. Research complete. Oh. Ah, das ist jetzt das da. Was macht das eigentlich? Planetary Capital. Ah, wir können unser Haupt-Output-Ding verbessern. Das ist gut. Colonial Centralization. Wir kriegen mehr Influence. Wir können eine Edict Reduction Targets machen. Das würde unsere Mineralien-Output verstärken. Unser planetares Ding. Das ist gar nicht einmal so schlecht. Mal New Research, was können wir denn da noch alles? Also das ist zum Beispiel etwas, was der ganz gut kann. Border Range 20%. Da wird man noch mehr in Konflikt mit unseren Nachbarn kommen. Galactic Ambitions. Klingt nett. Biolab 1. Ah, das würde unsere Forschungsrate in dem Bereich verbessern. Naval Capacity plus 10%, okay. Habitability plus 5%, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Energy Siphon, ah, das ist diese Waffe. Border Range brauchen wir jetzt echt nicht. Bringt wirklich nur mehr Konflikt. Und es bringt nicht wirklich was. Ich glaube nicht, dass mehr Planeten jetzt dann in unserem System drinnen sind. Vielleicht machen wir das hier. Oder Biolab. Machen wir Biolab. Das ist schneller. Plus 11%. Okay. Gut, schauen wir mal. Bei unserem Hauptplaneten. Wir könnten da eigentlich tatsächlich irgendein Target setzen. Jetzt mal. Land of Opportunity, Migration Starts, Production Targets. Das hat eigentlich keinen Nachteil, dieses Planetary Addict, außer dass es 150 Dings kostet. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Infrastructure Projects brauchen wir echt nicht. Weil wir bauen da ja kaum noch was. Ja, das wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht, wenn wir das hier machen würden. Haben wir doch spät uns überlegt. Das hätten wir vorher machen sollen, bevor wir all dieses Zeug gebaut haben. Ah, außerdem haben wir ja da jetzt, das können wir auch verbessern. Vielleicht wäre die Infrastruktur doch nicht so schlecht gewesen. Das können wir upgraden. Dadurch machen wir noch mehr Gewinn in den Nachbargebieten. Sehr gut. Wir haben offensichtlich noch genügend Mineralien. Das passt schon. Und wir produzieren ja jetzt auch mehr Mineralien.
Vielleicht können wir denen aber eines von unseren Spezialdingern traden für irgendwas. Vielleicht wären sie dann glücklicher noch. System Survey complete. Wie schaut das aus, das System? Situla. Naja, großartig ist das nicht. Und wie schaust du aus? Naja, das ist jetzt auch nicht so großartig. Aber gut, was soll's. Was braucht der Mensch schon? Was braucht die Spinne schon? Wir könnten jetzt aber wirklich dann langsam anfangen, das nächste Kolonieschiff zu bauen, obwohl wir sind schon wieder auf nur plus 2 Energie und das Kolonieschiff kostet uns 8 Energie. Außerdem sollten wir warten, bis wir das AI-Controlled Colony Ships haben, dann bauen wir erst das nächste Kolonieschiff, weil dann wird es billiger. Gut, 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 gut. Und vielleicht können wir dann in der Zwischenzeit unsere Energieproduktion wieder etwas ankurbeln. Oh, in Lurus haben wir auch noch nicht ausgebaut. Das bricht auch mehr Forschung und eigentlich sollten wir das schon machen dann. Construction complete. Mhm. Build Research Stations. So, aber wie schon gesagt, vielleicht könnten wir mit denen einen Handel eingehen. Vielleicht haben die ja auch irgendetwas für uns. Na? Ich kann ihnen das gar nicht... Achso, warte mal. Doch, ich kann ihnen Strategic Resources geben. Das bringt mir ein plus 9. In der Forschung. Wenn ich ihnen einen Telder-Kristall gebe. Ich brauche wahrscheinlich eh nur einen dafür. So gesehen macht das Sinn, die zu handeln. Ich hätte irre gern ein Research Agreement mit dir, aber das gibst du mir nicht, wenn wir eine negative Beziehung haben, gell? Machen wir es mal so und mit dem Rest holen wir uns ein wenig, warte mal, vielleicht nur 10er Schritte, wir holen uns ein wenig Energie noch, Energie geht uns nämlich sicher bald wieder aus, so wie ich uns kenne, so wie wir mit der Energie umgehen, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika im Weltraum. Confirm. Schauen wir mal, wenn er das annimmt, ob er uns dann noch mehr mag. Ich hoffe doch, dass er uns noch mehr mag. Das mag ich aber dafür wiederum nicht. Dass der da unten irgendwas hinbaut. Achso, nein, dort war er ja eh schon. Ah, wir sehen es nur jetzt, weil er es angenommen hat. Das ist ja cool. Das heißt, wir brauchen da gar nichts mehr forschen. Ha! Das heißt, da wo wir das hatten, da gibt es große... Das heißt, unser Science Ship ist eigentlich unbeschäftigt derzeit. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, unser Science Ship werden wir irgendwo anders hinschicken. Wohin schicken wir den? Kommt der da rüber? Oh, da drüben ist er auch schon. Bist du wahnsinnig? Der hat da drüben auch schon was erforscht und besiedelt. Das ist irritierend. Kommen da nicht her? Mist. Nein, wir kommen da nicht drüber. Wir haben noch keine... wir sind noch nicht schnell genug. Das ist der Theta-Menace.
Na gut, dann fliegen wir mal da durch ins tiefe All. Schauen wir mal, ob wir den Tetermenes finden. Schauen wir mal, was der Tetermenes zu uns sagt. Können wir den eigentlich schon erforschen, durch das, was die uns gezeigt haben? Nein. Sehr gut. Wow, das macht mich narrisch, dass ich da alles herumdrehen kann. System Survey complete. So, welches System haben wir da fertig? Ridati. Wo auch immer Ridati ist, da unten. Vielleicht sollten wir da aber wirklich Infrastructure Projects einfügen, weil dann wird das auch billiger, das Abbauen hier. Oder? Evading hostile fleet. Warte mal, das klingt nicht gut. Was heißt Evading Hostile Fleet? Wo, was, wie? Wo ist das? Terzam? Piratenflotte? Was ist denn das für ein riesen Drum von einer Flotte? 1616? Oh Gott! Das sind ja gar nicht die T irgendwas, sondern das sind Piraten. Wo sind denn die? Oh, das interessiert mich ja gar nicht. Diese Piraten sind ja. Die sind ja da im Norden, die sind ja nicht mein Problem, die sind ja ihr Problem. Gott sei gedankt. So, was machst du? Du fliegst daher, Feigling. Flieg daher. Evading hostile fleet. Ja, okay, dann flieg halt dorthin. Wenn du meinst. Lass dich auf jeden Fall nicht abschießen von den Irren. Das sind Piraten. Noch dazu mächtige Piraten. Construction complete. So, sind wir da auch fertig mit dem. Das heißt, wir haben da schon wieder nichts zu tun für dich. Gibt es noch irgendwelche Gebiete, die wir nicht. Nein, gibt es nicht mehr. Jetzt ist es aus. Jetzt haben wir alles gemacht. Aber wir werden mit dem Konstruktionsschiff vielleicht gleich einmal da runterfahren nach Kauri. Outposts machen wir auf jeden Fall keine mehr. Die sind fürchterlich, die kosten nur Energie und bringen, dass wir Gebiete besetzen. Also so gesehen bringen sie schon was, ja. Wir könnten zum Beispiel da einen Outpost machen, das würde uns mehr Energie bringen, als uns der Outpost kostet. Ja, wir könnten aber auch da einen Planeten besiedeln. Das würde uns genau das gleiche bringen und würde uns auch nicht mehr kosten. Also wir warten einfach. Und da unten gibt es offensichtlich niemanden, der in die andere Richtung besiedelt. Das heißt, wir können uns da ein bisschen Zeit lassen. Gut. Ja, das heißt, Biolab können wir jetzt bauen. Ah, das ist gut. Tileblockers, die wir entfernen können. Empire Leader Capacity plus 2, Leader Pool Size plus 1. Leader Recruitment Cost minus 10%. Das klingt gut.
Monument of Purity, was kann das? Planet Unique. Happiness plus 10%. Ah, okay. Das ist so eine Art Monument, das wir bauen können. Ich weiß nicht, ob uns das braucht, ob man das jetzt brauchen. Oh Gott, das ist alles gut. Die wollen wir auch loswerden, diese Viecher. Das wäre auch nicht so schlecht, wenn wir das könnten. Ah, Empire Leader Capacity plus 2 ist nicht schlecht. Was ist die Leader Capacity und die Leader Pool Size? Ich meine, ich weiß nicht, was es ist. Ich mache das einfach. Das ist einfach cool. Außerdem kriegen wir ein Plus durch den Forscher, den wir hier haben. Schauen wir uns nochmal bei den Leaders an. Das ist die Capacity, also wie viele Leader wir haben können. Aber was ist die Pool Size? Kann es sein, dass man für jedes nur eine gewisse Anzahl an Leuten haben können? Nö, das kann man nicht vorstellen. Government Science. Kann sein, dass man nur vielleicht, keine Ahnung, 7 hier haben dürfen und die Pool Size ist dann, dass wir halt 8 haben dürfen. Verstehe ich nicht. Na gut, muss ich vielleicht irgendwo nachlesen. Vielleicht sollten wir auch Raumschiffe dann irgendwann mal bauen wieder. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal überlege ich mir, was ich da machen werde. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Ciao, ciao.